Hallo, herzlich willkommen. Dies ist die Antwort von Lisa Zitore auf das Gedicht Wenn du die Welt verändern willst, liebe einen Mann. Und sie hat geschrieben, wenn du die Welt verändern möchtest, liebe eine Frau. Wenn du die Welt verändern willst, liebe eine Frau. Liebe sie wahrhaftig. Finde die eine, welche deine Seele berührt, die welche keinen Sinn macht. Wirf deine Checkliste weg, leg dein Ohr auf ihr Herz und lausche. Höre die Namen, die Gebete, die Lieder eines jeden Lebewesens, jedes Geflügelten, jedes Pelzigen, jedes Schuppigen, jedes unter der Erde und jedes unter Wasser, jedes Grüne und Blühende, jedes noch nicht Geborene und jedes Sterbende. Höre ihre melancholischen Lobgesänge bis zurück zu der einen, welche ihnen Leben gab. Wenn du deinen eigenen Namen noch nicht gehört hast, hast du nicht lange genug gelauscht. Wenn deine Augen nicht mit Tränen gefüllt sind, wenn du dich ihr nicht zu Füßen wirfst, dann hast du nie darum getrauert, sie fast verloren zu haben. Wenn du die Welt verändern willst, liebe eine Frau, eine einzige Frau, jenseits deiner selbst, jenseits von Begehren und Vernunft, jenseits deiner männlichen Vorlieben für Jugend, Schönheit und Abwechslung und all deiner oberflächlichen Konzepte von Freiheit. Wir haben uns selbst so viele Wahlmöglichkeiten gegeben, wir haben vergessen, dass wahrhaftige Befreiung daher kommt, mitten im Seelenfeuer zu stehen und unsere Widerstände gegen die Liebe durchzubrennen. Es gibt nur eine Göttin. Schau in ihre Augen und siehe sie wirklich, ob sie diejenige ist, welche die Axt an deinem Hals führt. Wenn nicht, geh weg, genau jetzt. Verschwende keine Zeit mit Probieren. Wisse, dass deine Entscheidung nichts mit ihr zu tun hat, weil es nicht darum geht, mit wem, sondern wann du wählst, dich hinzugeben. Wenn du die Welt verändern willst, liebe eine Frau. Liebe sie für das Leben jenseits deiner Angst vor dem Tod. Jenseits deiner Angst, manipuliert zu werden von der Mutter in deinem Kopf. Sag ihr nicht, du wärest bereit, für sie zu sterben. Sag ihr, du bist bereit, mit ihr zu leben, Bäume mit ihr zu pflanzen und diese wachsen zu sehen. Sei ihr Held, indem du ihr sagst, wie wunderschön sie ist in ihrer verletzlichen Erhabenheit, indem du ihr jeden Tag hilfst, sie daran zu erinnern, dass sie eine Göttin ist, durch deine Bewunderung und Hingabe. Wenn du die Welt verändern willst, liebe eine Frau. Mit all ihren Gesichtern, durch all ihre Jahreszeiten. Und sie wird dich heilen von deiner Schizophrenie, deinem gespaltenen Geist und deiner Halbherzigkeit, welche deine Seele und deinen Körper voneinander trennen, welche dich in der Einsamkeit halten und in der ständigen Suche außerhalb deines Selbst. Nach etwas, das dein Leben lebenswert macht. Es wird immer eine andere Frau geben. Bald wird die neue strahlende, die alte langweilige werden. Und du wirst wieder rastlos werden. Mit Frauen handeln wie mit Autos. Die Göttin eintauschen gegen das neueste Objekt deiner Begierde. Der Mann braucht nicht noch mehr Wahlmöglichkeiten. Was der Mann braucht, ist die Frau. Ist der Weg des Weiblichen, der Geduld und des Mitgefühls, nicht suchend, nicht tuend, des Atmens an dem einen Ort, des tiefen Versenkens von sich ineinander verschlungenen Wurzeln, stark genug, die Erde zusammenzuhalten, während sie den Zement und den Stahl von der Haut abschütteln.
Wenn du die Welt verändern willst, liebe eine Frau, nur eine einzige Frau. Liebe und beschütze sie, als wäre sie das letzte heilige Gefäß. Liebe sie durch ihre Angst vor dem Verlassenwerden, welche sie für die gesamte Menschheit in sich getragen hat. Nein, es ist nicht nur ihre Wunde, die geheilt werden will. Nein, sie ist nicht schwach in ihrer Co-Abhängigkeit. Wenn du die Welt verändern willst, liebe eine Frau, den ganzen Weg hindurch, bis sie dir glaubt, bis ihre Instinkte, ihre Vision, ihre Stimme, ihre Kunst, ihre Leidenschaft, ihre Wildheit zu ihr zurückgekehrt sind, bis sie eine Kraft der Liebe ist, machtvoller als all die politischen Mediendämonen, die danach trachten, sie zu entwerten und zu zerstören. Wenn du die Welt verändern willst, lege deine Streitigkeiten, deine Gewehre und Protestzeichen nieder. Lege deinen inneren Krieg nieder, deinen berechtigten Ärger und liebe eine Frau. Jenseits all deines Strebens nach Größe, jenseits deiner hartnäckigen Suche nach Erleuchtung, der heilige Gral steht vor dir. Wenn du sie nur in deine Arme nehmen und die Suche loslassen würdest nach etwas jenseits dieser Intimität. Was wäre, wenn Frieden ein Traum ist, der nur erinnert werden kann durch das Herz einer Frau? Was wäre, wenn die Liebe eines Mannes für eine Frau der Weg des Weiblichen, der Schlüssel ist, um ihr Herz zu öffnen? Wenn du die Welt verändern willst, liebe eine Frau, bis in die Tiefen deines Schattens, bis zu den höchsten Weiten deines Seins, zurück zu dem Garten, wo du sie das erste Mal getroffen hast, zu dem Tore des Regenbogenreiches, durch das ihr zusammen hindurchgeht, als Licht, als Einheit, zu dem Punkt, an dem es keine Umkehr gibt, zum Ende und zum Beginn einer neuen Erde.